Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Eintrag von Öggis Kosmos. Heute werden wir etwas Interessantes tun. Wir werden die Sonne mit einem sogenannten weißen Zwerg ersetzen. Der Vorschlag zu diesem Video stammt vom YouTube-User Danny Eck, der vorgeschlagen hat, wenn in unserem Planetensystem statt der Sonne ein weißer Zwerg wäre, könnte das Leben auf der Erde trotzdem existieren? Diese Frage und auch die Frage, ob Leben in einem System mit einem weißen Zwerg möglich wäre, beantworten wir in diesem Video. Es gibt viele weiße Zwerge, vermutlich in unserer Milchstraße. Ein solches Objekt ist nichts anderes als eine Sternleiche. Ihr kennt vielleicht auch andere Sternleichen, Neutronensterne zum Beispiel. Ein weißer Zwerg jedoch ist eine Sternleiche, der aus einem Stern entsteht, etwa mit der Masse unserer Sonne oder halt auch darüber. Ein weißer Zwerg ist sehr, sehr komprimiert, also sehr dicht und extrem klein. Es kann sein, dass es weiße Zwerge gibt, die etwa die Masse unserer Sonne haben, aber die vielleicht nur so groß wie unsere Erde sind. Da kann man sich schon mal vorstellen, wie dicht diese Sternleichen sind. Sie sind extrem leuchtschwach und wie wir jetzt hier gerade sehen, besitzen sie eine ungeheure Gravitation, wenn man jetzt zum Beispiel die Erde in ihre Nähe setzen würde. Da im Inneren von weißen Zwergen keinerlei Kernfusion mehr stattfindet, kühlen sie über die Jahrmillionen und Jahrmilliarden aus und werden irgendwann zu sogenannten schwarzen Zwergen. Man sagt, dass schwarze Zwerge wahrscheinlich die letzten Objekte mit schwarzen Löchern im Universum wären, wenn es einmal irgendwann so alt ist, dass jegliche Sterne, also jegliche Kernfusion im Universum zum Erlöschen gekommen ist. Und wie immer für ein solches Experiment benutzen wir Universe Sandbox. Hier haben wir die praktische Funktion, dass wir Objekte einfach ersetzen können. Das machen wir jetzt hier mit Sirius B. Ist ein sehr, sehr bekannter weißer Zwerg, der sich, wie der Name schon sagt, im Sirius-System befindet. Und jetzt haben wir hier die Sonne ersetzt und wir sehen, dass Sirius B tatsächlich sehr klein ist und man ihn jetzt im Vergleich mit dem Planeten eigentlich kaum entdecken kann. Wir werden jetzt seine Masse auf eine Sonne erhöhen, damit die Umlaufbahnen der Planeten so bleiben, wie sie jetzt sind. Und wir sehen, das Sonnensystem bzw. das Sirius B-System, wie wir das jetzt hier haben, das fliegt nicht auseinander, dem geht's eigentlich ganz gut. Wir werden uns jetzt auch mal die Planeten anschauen. Die Temperaturen der Planeten, die fallen jetzt hier herab. Das hat damit zu tun, dass Sirius B etwa nur 1/100 der Leuchtkraft hat, welche die Sonne besitzt. Entsprechend kalt wird es im Sonnensystem. Wir können uns ja auch noch mal die Erde anschauen. Die ist jetzt hier schon zu einem Eisball mutiert. Also das ist kein Wunder. Bei den geringen Leuchtkräften von Sirius B haben wir hier eben ganz schnell den Effekt, dass solche Planeten eben sehr schnell zu Eisbällen werden. Hier haben wir interessanterweise noch die Oberflächentemperatur, die wir immer ganz kurz einblenden können. Die geht tatsächlich in den Keller. Und wenn wir die Oberflächentemperatur hier mal beispielsweise für einen anderen Planeten machen, das können wir gleich mal einstellen, zum Beispiel für die Venus, dann sehen wir auch, dass die Temperaturen auch auf der Venus, obwohl sie einen starken Treibhauseffekt besitzt, nach unten gehen. Auf der Venus herrschen immer noch 427 Grad Celsius, 426 aktuell. Aber auch hier gehen die Temperaturen nach unten, was eben damit zu tun hat, dass nun deutlich weniger Strahlung auf die Venus gelangt, beziehungsweise die Venus trotz ihres hohen Kohlenstoffdioxidgehalts sehr wenig Wärme speichern kann. Und auch der Mars ist sehr kalt geworden. Hier haben wir gerade Temperaturen von minus 140 Grad Celsius. Hier sehen wir jetzt auch nochmal ganz schnell, wie klein Sirius B, der weiße Zwerg, gegenüber der Sonne ist. Die Sonne hat einen Durchmesser von ungefähr 1,4 Millionen Kilometer und Sirius B eben einen Durchmesser von ca. 12.000 Kilometern. Also, weiße Zwerge sind tatsächlich sehr kleine, jedoch sehr komprimierte Objekte. Gerade haben wir diese ungeheuren Größenvergleiche gesehen. Jetzt werden wir versuchen, Sirius B in einen Orbit, andersherum, jetzt werden wir versuchen, die Erde in einen Orbit um Sirius B zu bringen, in dem sie habitabel ist. Dazu werden wir ihre Umlaufbahn deutlich verändern müssen. Wir haben jetzt hier schon die Erde sehr viel näher an Sirius B herangebracht und wir sehen jetzt hier ca. 115 Millionen Kilometer und wir müssen jetzt hier die orbitale Periode, also sozusagen die Umlaufzeit
deutlich verringern. Das tun wir jetzt hier auch. Wir sehen gerade, wie der Orbit der Erde zusammenschrumpft. Wir haben jetzt hier die Hoffnung, dass die Erde dadurch wieder wärmer wird, dass das Leben weiter auf ihr leben kann. Wir schauen uns mal an, die Erde ist immer noch ziemlich kalt bzw. mit Eis bedeckt. Es hat sich bisher noch nicht viel getan. Die Durchschnittstemperatur beträgt immer noch minus 37,5 Grad Celsius. Wir werden jetzt hier nochmal die Zeit beschleunigen und sehen, okay, es ist tatsächlich noch zu kalt. Die Erde muss noch deutlich näher an Sirius B heran. Irgendwann werden wir das auch schaffen. Wir machen mal weiter damit. Wir haben jetzt hier eine Einstellung mit etwa 11,1 Tagen. Also da sehen wir, okay, es wird wärmer. Wir haben jetzt hier gerade 8 Grad, 9 Grad und 10 Grad Celsius. Es ist aber immer noch ein bisschen zu kalt. Aktuell gibt es auf der Erde eine Durchschnittstemperatur von ca. 14 Grad. 14, 15, 16 Grad. Das wollen wir erreichen. Jetzt ist es hier 10,8. Das ist ungefähr so die Durchschnittstemperatur wahrscheinlich der letzten Eiszeit gewesen. Wir haben jetzt hier die Umlaufzeit auf 20 Tage erhöht, wieder auf 11 Tage, also das geht jetzt hier hin und her. Ah, okay, jetzt sind wir hier bei 11,8 Tagen fast an der richtigen Stelle angelangt. Und ja, wir sehen, dass wir hier eine Umlaufzeit von ca. 11,8 Tagen haben müssten, um die Erde auf gemütliche 18,1 Grad zu bringen. Das ist immer noch ein bisschen höher als das, was es auf der Erde geben sollte. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Erde jetzt hier um einen weißen Zwerg habitabel gemacht. Auch die Bahndaten sind interessant. Wir haben jetzt hier die Erde in einer Entfernung von ca. 15 Millionen Kilometer. Wenn man vergleicht, im Durchschnitt ist die Erde von der Sonne ca. 150 Millionen Kilometer entfernt. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Zehntel der Distanz, die sie von der Sonne entfernt ist, und eine deutlich geringere Umlaufzeit. Nur so können wir die Erde um den weißen Zwerg Sirius B habitabel machen. Interessant wäre jetzt auch zu sehen, was passieren würde, wenn wir den weißen Zwerg Sirius B massereicher machen. Weiße Zwerge haben ein sehr sensibles Gleichgewicht. Wenn man sie zu massereich macht, wenn sie eine Masse von ca. 1,4 oder 1,44 Sonnenmassen erreichen, werden sie destabilisiert und explodieren in einer Supernova. Diese Supernova zerstört den weißen Zwerg komplett. Wir haben jetzt hier den weißen Zwerg aus der Sicht von der Erde und erhöhen jetzt nach und nach seine Masse. Die beträgt jetzt hier noch eine Sonne und jetzt haben wir 1,1 Sonnen, 1,2 Sonnen, 1,3 Sonnen und jetzt werden wir das ein bisschen langsamer machen, damit wir den Zeitpunkt der Explosion sehr gut sehen können. Wir haben jetzt hier 1,3, 1,33, 1,35, 1,36 und weiter. Jetzt haben wir 1,37 und bei ca. 1,4, das sehen wir jetzt hier, verschwindet der weiße Zwerg plötzlich. Das ist jetzt hier der Zeitpunkt der Explosion. Wenn wir jetzt die Zeit wieder beschleunigen würden, dann sehen wir jetzt hier eine Explosionswelle. Das heißt, der weiße Zwerg ist komplett zerstört worden, weil er zu viel Masse hatte. Wenn wir jetzt hier gleich wieder die Zeit beschleunigen, was wir jetzt auch sofort machen, dann sehen wir die Explosion, wie sie auf uns zukommt. Und die Erde, ja, der wird es jetzt selbstverständlich nicht so gut gehen. Interessant ist, dass wir jetzt hier den Effekt haben, dass die Erde erstmal, bevor sie getroffen wird, ja, aufgetaut wird. Wir haben jetzt immer noch hier diesen Schneeball. Und die Effekte, die jetzt hier geschehen werden, die sind sehr interessant. Schaut mal ganz genau hin. Die Explosionsfront ist auch schon an der Erde angelangt. Und wir haben jetzt hier auf der Seite, also auf der Planetenseite, wo die Explosionsfront das allererste Mal ist, eben den Effekt, dass die Erde aufgetaut wird. Ja, das heißt, auf der einen Seite würde die Erde jetzt erstmal aufgetaut werden, zumindest unsere Erde, die wir hier simulieren. Auf der explosionsabgewandten Seite hätten wir immer noch einen Schneeball. Und wir beschleunigen das jetzt hier mal und wir sehen, dass die Erde dann nicht sehr lange existieren würde, weil die Temperaturen bei einer Supernova so hoch sind, dass normale Planeten in der Nähe sofort verdampft werden. Da hätten wir überhaupt keine Chance. Also Überleben ist keine Diskussion bei einer Supernova. Und wir sehen hier, wie die Supernova sich ausbreitet und so ziemlich alle Planeten im Sonnensystem zerstört. Eine Supernova aus einem weißen Zwerg ist nicht minder und auch nicht mehr kräftig als eine Supernova, die sich beispielsweise aus einem Riesenstern, aus einem sogenannten Kernkollaps ergibt. Wenn ihr weitere Experimente zu Universe Sandbox sehen wollt oder interessante Szenarien habt, dann schlagt das unten in den Kommentaren vor. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann interessiert euch auch sicherlich dieses Video zu den Schwarze Zwerg-Supernovae, die laut Wissenschaftlern am Ende von Raum und Zeit, also am Ende des Universums sozusagen, geschehen könnten.
Klickt dazu einfach auf das hier angezeigte Video und viel Spaß beim Schauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, gehabt euch wohl und lebt lange und in Frieden. Tschüss!